Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Spielen wir doch mal City Skylines. In der letzten Folge hatten wir unsere kleine Stadt ein bisschen belebt. Doch jetzt, bei Coney Isle, wir sind ein bündiges Dorf geworden. Gehen wir in das Industriegebiet bei Fortec. Willkommen bei Fortec. Krass, wir haben Vortec, ich meine natürlich Fortec in der Stadt. Auch nicht schlecht. Was? Mittelarbeitermangel? Genau, Mittelarbeitermangel. Boah, ich will an den Strand gehen. Alter, ist das hübsch. Ich will hierher, ich will hier wohnen. Wäre cool, wenn es hier noch Algen gäbe. Aber das gibt es natürlich nicht. So, wir machen mal wieder den Berg hoch. Ja, oder durch den Berg durch. Das geht auch. Ja, springen. Nö, ich kann nur pausieren. Da ist ein Kind. Wo machst du hin? Boah, hübsches Haus. Will ich nicht unbedingt drin wohnen. Aber trotzdem cool. So. Wir brauchen ein paar mehr Einwohner. Aber erstmal natürlich Bildung. Und das ganze Zeug kommt jetzt auch noch. 20.000. Oh mein Gott. Ja, klar. Ich glaube, wir müssen erstmal mit einer einfachen Mülldeponie auskommen. Ja, das muss wohl reichen. Das verschmutzt natürlich das Gebiet extrem. Aber was willst du machen? Oder können wir irgendwie um den Berg drumherum bauen? Ich glaube nicht, dass das geht. Ja, das ist irgendwie... Hä? Das geht oder was? Das ist ja total bescheuert. Oder kann man inzwischen Tunnel bauen? Geht das? Was ist das hier? Anhebungsschritt. Tja. Zu steil. Er hatte doch vorhin irgendwas mit Hochstraßen geredet. Kann ich denn keine Hochstraße bauen? Stadtviertel festlegen. Ja, mache ich doch. Ach ja, stimmt, da war ja was. Tja, wir haben noch keine Spezialisierung, ne? Agrarindustrie, Forstindustrie, muss ich erstmal gucken. Rohstoffe, Wald. Hä, warum ist da Wald? Nur an diesem Stückchen ist Wald. Also wenn da Wald ist, dann ist natürlich klar, was hier unten passiert. Forstindustrie. Muss ich erst das Gebiet malen, ne? Hier ist Forstindustrie. So. Der Kirschplatz. Das ist nicht schlecht. Der Kirschplatz. Das ist eine sehr gute Sache. So, mit Dialekt gesprochen, abgehakt. Tja, hier oben ist auch ein Stadtviertel. Das hat aber keine Industrie. Einfach bloß ein Stadtviertel, die Erdbeerhöhen. Das nennen wir einfach mal... Tja, wie nennen wir das denn mal? Wie wär's denn mit Opernplatz? Nein! Ach, ich muss ja... Okay. Opernplatz. Ja, ich hab's jetzt auch gecheckt. Fokus. Wundervoll. Der Opernplatz. Tja, was haben wir hier unten? Hier unten haben wir... was haben wir denn hier? Tja, was haben wir hier? Gute Frage. Nein, das ist... Wenn du da vor bist, Hi. Okay. Post High Project. Keine Ahnung. Ich. Was? Moving Sunspeed Mod? Ich will keinen Moving Sunspeed Mod haben. Also natürlich schön, dass das jetzt hier da ist. Tschüss. Was habe ich denn da jetzt gedrückt, dass es kam? Ich habe keine Ahnung, warum ist das jetzt hier so komisch?
Eine Smogwolke. Aber warum? Warum beschweren die sich? Hä? Jetzt sind alle pleite. Nicht genug Strom. Oh. Ist ja kein Wunder, dass die pleite gehen. Jetzt haben sie aber welchen. Eh doch. Tja, der Twitter-Vogel hier. Alles toll. Aber das Müllproblem ist immer noch da. Was machen wir denn da? Ich würde ja am liebsten hier... Warum kann man denn keine Tunnel bauen? 8000 Euro, das ist mir auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Ich möchte aber auch nicht diese Idylle hier zerstören. Wie viel kostet das? 2000. Ja, ich weiß, extrem viel Geld nur für eine Straße. Aber wir müssen das jetzt nicht unbedingt in der Stadt haben, das blöde Teil. Schlimm genug, dass es überhaupt hierher muss. Einfach bloß blöd. Es kostet ja auch alles, ne? Und wie viel? Das kostet so dermaßen viel. Du bist so ein blödes Mülldeponie-Teil. Ja, das ist ja, da will ich unbedingt hin. Aber sowas von. Das sollte jetzt behoben sein. Müllberge. So, pass auf. Wir sind eine winzige Kleinstadt. Yay, ich wollte eigentlich die Stadt ein bisschen erweitern. Aber jetzt gibt's, bevor wir irgendwas erweitern, erstmal einen grünen Park. Was ist das hier? Andere Parks. So, wie viel kostet das? 8 Euro. 8 Euro die Woche. Wenn ich mich verhaspel, es tut mir leid. Ich bin... Warum nehme ich eigentlich immer auf, wenn ich müde bin? Das ist auch ein bisschen blöd. Aber es jetzt ist halt jetzt so. So, alles egal. Komm, hier, Grünanlage. Der Radius ist nicht schlecht. Ist einfach zu... Da. Da freuen sie sich. Das hier. Platz mit Bäumen. Ist schon wieder ganz schön teuer. So, was haben wir denn hier? Grundschule. Oberschule. Und das bestimmt Universität, ja. Die Grundschule sollte genügen. Die bauen wir mal. Tja. Die brauchen ein bisschen so ein Special Place, ne? Ist ja wieder mal perfekt geworden. So beschönigt aus. Tja, ja, neue Dienstleistungen. Erstmal hier die Dienstleistung Schule. Ist natürlich auch noch asymmetrisch. Bushaltestelle kommt noch, ne? So, da hier, wie viel kostet das denn? Ein Pokémon Center. Ist ein bisschen teuer. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, was ich da alles installiert habe. Aber 10.000! Oh, das können wir uns nicht leisten. Sonst machen wir Minus. Wir brauchen Plus. Breitet sich Feuer aus? Wisst ihr das zufällig? Wenn nicht, dann würde ich es einfach abbrennen lassen. Sieht echt nicht schlecht aus. Was ist das da? Ein LKW. Das war eine ganz schön krasse... Hä? Warum ist hier eine gewisse Unternehmenskette, für die ich jetzt nicht werben möchte? Warum ist die da? Was habe ich denn da für eine Mod installiert? Ja, jetzt mache ich natürlich ja ungewollt Werbung. Ich hoffe, ich bekomme dafür auch was.
Mit Garantie werde ich das wohl. Mit Garantie. Neues Gebäude. Ja, schön, das kann ich mir aber nicht leisten. Was haben die denn? Kriminalität ist zu hoch. Da müsst ihr ein bisschen mehr Geld verdienen, da kann ich euch das auch kaufen. Wir brauchen unbedingt mehr Industrie, kann das sein? Und die brauchen hier Wasser. Jetzt machen die hier noch die Bude dicht. Kann ich da überhaupt hier irgendwas bauen? Boah, ich hab den Pixel. Da hole ich wenigstens ein bisschen was raus. Der Bedarf an Wohngebäuden ist sehr hoch. Tja, wenn das so ist, dann bitteschön. Können schon ganz viel ansiedeln, weil wegreisen können wir immer noch. So. Da unten nicht, da kommt Gewerbe hin. Und hier auch, und da auch. Und diese Minikette auch. Der Rest Industrie. Boah, nee, das ist mir zu blöd. Schon besser. So, das hier sollte ja normalerweise kein Gebiet mehr sein, ne? Genau. Perfekt. Forest Type Wall checked. Unter Opernplatz. Tja, ich würde sagen, hier auf Coney Isle gibt es viele Wunder. Kriminalität. Steigt natürlich. Die wollen natürlich jetzt alles haben. Ja, neue Dienstleistungen, toll und schön, aber ich möchte kein Darlehen aufnehmen. Ich hasse das. Ich finde es nicht total doof. So, pass mal auf. Geld. Kontostand. Wo ging das denn nochmal? Hier, Wirtschaft. Oh, da kenne ich mich aus, Wirtschaft. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Die Steuern für die normalen Bürger. Ja. Nein, natürlich nicht. Kais. Mit Kais können sie Küste. Aha. Okay. Das ist natürlich sehr schön. Wie viel Steuer machen wir denn da? Das passt eigentlich. Die Industrie, die hat das meiste Geld. Die können ein bisschen was bezahlen. So, für Strom, ja, das passt eigentlich alles. Ich würde da jetzt erstmal noch nicht dran rumschrauben. So, beschwert ihr euch jetzt wegen Kriminalität? Wenn ja, dann ist das in Ordnung. So, die Kais. Da gibt es natürlich ganz schön viel. Aber das möchte ich jetzt eigentlich alles noch gar nicht machen. Flacher Kanal. Kann man damit ernsthaft jetzt so ein bisschen... Eigentlich echt krass, was die ja noch so reingesteckt haben. Also wo ich das Spiel, alles klar. Als ich das Spiel das letzte Mal gespielt hatte, gab es das alles noch nicht. Die wollen alle hier ihr Polizei, oder? Ja, gut, dann baue ich das halt hierher. So unscheinbar an die Ecke ran, damit es auch schön unauffällig bleibt. Ne? Beraterhilfe will ich nicht. Ja, schön, toll und so, was beschwert sich jetzt noch? Kriminalität ist zu hoch. Ja, gibt es doch gar keine Kriminalität bisher. So, was ist das hier? 6.272 die Woche. Uff, das ist ja viel billiger. Was habe ich denn da installiert? Ghostbusters? Warum ist Ghostbusters Feuerwehr? Die sind natürlich wirklich richtig klein, ne? Aber klein reicht's, ne?
Ich baue jetzt einfach dahin. Ja, da gibt es ganz viele neue Gebäude und die Beraterhilfe. Die hier hinten bauen erstmal Wasser. Das ist wichtiger. So, komm. Ja, sehr schön. Schwert euch da mal nicht. Oh, das kostet aber auch. Uiuiui. Ui, ui. Können wir uns nicht leisten. Bahnhof, Straßendepot. Straßenbahndepot. Natürlich, ich habe es richtig gelesen. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für die Folge. Mein Timer zeigt mir nämlich an, dass es vorbei ist. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Und hoffe, dass nicht jedes Mal irgendwas aufpoppt. Ich sag schon mal tschüss mit dir, bis zum nächsten Mal und haut rein.